Freunde, willkommen hier zu einer weiteren JMC-Bewertung. Ja. Wie geht das Lied vorne? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind wir back mit JMC. Leute, ja, ich trage in den letzten drei Videos das T-Shirt, Freunde, weil ich gerade ein bisschen was aufnehmen muss. Darauf erstmal einen dicken Kinderriegel, Freunde. Wer ist das, Freunde? Wer ist das? Kevin Trapp. Naja. Gut, Freunde. Jetzt können wir auch ins Video reinstarten. Was war das gerade für ein komischer Anfang? Egal. Wir sind back mit Gay Butters. Und zwar hat er einen Track in JMC reingepumpt. Wie ich gewisse andere Sachen in gewisse andere Sachen. Ein halbes Kilo Kokain. Mal sehen, wie der Track so wird. Ich bin da mal ein bisschen curious. Weil zum Beispiel Gay Butters habe ich das Problem, dass ich seine Art an sich nicht so hart feiern kann. Leider. Dieses schwulen Image und so finde ich ein bisschen ausgelutscht. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob es jetzt so, dass die Barber-Runde wird für mich persönlich. Ich versuche es trotzdem so ein bisschen objektiv bewerten zu können, was aber bei mir niemals im Leben funktionieren wird, Freunde, weil ich einfach so subjektiv beeinflusst werde von meinen Gedanken und dann immer, bei heftigen Sachen feiere ich sie überhart und wenn ich irgendwas scheiße finde, dann kotze ich direkt im Video. Das ist das Problem. Aber zur Not esse ich die Kotze einfach wieder auf und hat sich das geklärt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder hier die, das Niveau angepasst und die normalen Zuschauer verschreckt. Jetzt sind nur noch die Zuschauer mit entweder mutierten Gehirnzellen, behinderten Gehirnzellen oder zu wenigen Gehirnzellen am Start. Das sind die Zuschauer, die ich haben möchte. Gay Butters, ein halbes Kilo Kokain. Ist ein halbes Kilo Kokain viel wert, Freunde? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne die Preise nicht. It's for real nicht. Was schätze ungefähr? Wie viel ist ein halbes Kilo Kokain wert, Leute? Soll ich mal schätzen? Ich habe absolut keine Ahnung von Drogen, Freunde, weil ich der größte Eimer in der Welt bin. Ich schätze mal, Digga. Ein halbes Kilo Kokain. Kokain wird ja wahrscheinlich in Gramm und nicht in Milligramm angegeben, schätze ich. Aber es ist Staub. Könnte auch in Milligramm angegeben werden. Sage ich mal, ein 5000er, Digga. Ein 5000er ist das ein realistischer Preis? Ist wahrscheinlich zu viel, oder? 5000 ist wahrscheinlich zu viel. Also ein Gramm Gras kriegt man für 10er oder so nicht. Ist das nicht so die Regel? Ich weiß es nicht, Freunde. Aber ich weiß nicht, wie viel das denn bei Kokain. Bei Kokain ist eher ein bisschen teurer, glaube ich, oder? Okay, 5000. Ich sag 5000, Freunde. Vielleicht ein bisschen zu viel. Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne rein, wenn ihr was genaueres wisst, Freunde. Mein Team von Anallüsten hat mir ausgerechnet, dass ich diese Runde mit einer Wahrscheinlichkeit von 69% rausfliegen werde. Weil anscheinend niemand Songs von schwulen Rappern kaufen will. Wer hätte das... Hey, Alter, genau das, genau das, was ich gerade gesagt habe, Alter. Genau. Grund genug, um endlich mal die ganzen Videoaufnahmen von meinem Sexurlaub durch die United Gays of America loszuwerden. Viel Spaß beim Wichsen. Wir sehen uns dann weiterhin auf meinem YouTube-Kanal, Link in der Beschreibung. Oh, alright. Yo. Das große, berühmte Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Türkei? Der letzte, der sowas erschaffen hat, war Österreich. Heute will jeder einen Stern. Das hat Erfolg. Hattest du früher einen Stern, wurdest du meistens verfolgt. Oh. Okay, also, Alter. Alter, mir gefällt der Einstieg viel besser als sonst. I don't know, Freunde. Schöne Lines. Unterhaltsame Lines. Mal sehen. Jeder einen Stern, das zeigt Erfolg. Hattest du früher einen Stern, wurdest du meistens verfolgt. Oh, war der Schwanz. Wer? Obama? Lass bloß dich den Trump gewinnen, der macht das sonst wieder. Oh, war der Schwanz Obama und dann wird der Walk of Fame gezeigt mit Morgan Freeman. Das ist mein Humor, Freunde. Tatsächlich, das ist mein Humor, ja. Sonst wie damals, Nationalflaggen überall und Schwule ab ins Knast. Christopher Street Jail, statt Alcatraz. Ich sitze in meinem Van und fahre durchs Gelände und merke auf einmal, fuck, ich bin hier mitten im Grand Canyon. Kein Klopapier, kein Kühlschrank. Nicht mal eine Kaffeekanne, nur Kakteen, Kojoten und eine einsame Klapperschlange. Status, Symbol ist eine eiserne Frau, yeah. Das wäre beeindruckend, wenn sie keine Frau wäre. Das Land hat nichts zu bieten, außer billiges Benzin. Und im Meer gibt's auch nichts toll. Ein Delfin! Die Runde ist weird. Aber ich glaube auch, oh, warte, lol. Warte, die Stimme kenne ich irgendwer, dieses, hey. Warte, woher kenne ich das? Werden wir gleich herausfinden, Leute. Das hört sich an wie Davis Schulz, genau. Ich glaube, er dachte ja bei dieser Runde, hat er am Anfang schon gesagt, dass er wahrscheinlich zu 69% rausfliegt, dass er einfach all in gegangen ist. Weil für mich fühlt sich der Track so ein bisschen anders an als so die restlichen. Die Geschwindigkeit ist nochmal ein bisschen angezogen worden. Und ich finde die Lines besser, unterhaltsamer. Hey, ich bin's, Davis fucking Schulz. Davis. Sag mal, es war echt Davis Schulz, Digga. Ich hab's am ersten Sekunde schon gehört, Digga. Okay, Leute, jetzt habe ich wirklich einen Preis verdient. Da kann ich erstmal ein Like, weil Davis Schulz dabei ist. Holy shit, ich hab's in der ersten Millisekunde schon erkannt. Okay, Leute, dafür möchte ich gerne einen Preis haben. Hier bei Tänzer. Hey, hey.
Ich hab's an dem Hey erkannt. Okay, Leute, ich bin gerade echt ein bisschen impressed von mir selbst. Ich bin's, Davis fucking Schulz. Sag mal, Butters, du stellst das gerade so dar, als wäre der Urlaub voll scheiße gewesen. Aber du scheinst da schon eine Menge erlebt zu haben. Ja. Wie kannst du das überhaupt alles leisten? Also, ich hab da so einen Latino kennengelernt auf Tinder. Und der meinte, er hätte einen super Job für mich, der wie für mich geschaffen ist. Ich sollte halt nur was in die Stadt mitnehmen und das dann abgeben. Wie das dann abgeben? Abliefern halt. Abliefern was denn? Oh, willst du es echt so genau wissen? Ja, verdammt, ich will's wissen. Ich liebe Davis Schulz. Ich hab ein halbes Kilo Kokain in meinem Arsch versteckt. Probiere die Grenze und keiner hat's gecheckt. Oh. Am Airport wartete ein Mann, er fragt nur, ob ich Spanisch kann. Drück mir die Kohle in die Hand und somit fing mein Roadtrip an. Oh. Yeah. Ja, das erinnert mich an The Interview, wo ich glaube, was war das? War das eine Bombe? Oder so ein Mikrofon? Irgendwas musste Seth Rogen in seinem Arsch transportieren und es war viel zu groß für sein kleines Arschloch. Aber er hat es geschafft, Freunde. Er hat es geschafft. Er hat sich ja transportiert. Ah. Guter Film übrigens. Jesus! Dicker Schwanz! Okay, doch, das ist mein Humor, muss man sagen. Fun Fact: Ein Burger kostet weniger als eine Salate. Hier wird man nicht fett, hier wird man Amerikaner. Und Taco Bell, In-N-Out, McDonalds und so weiter. Jeder macht sein Auto unfreiwillig zum Lowrider. Mach mal halblang mit deiner Pumpgun, sonst kommst du lebenslang in Freiheitsentzug. Obwohl mit dem Shirt kommst du nicht in Knast, Mann. Und damit wirst du unzurechnungsfähig eingestuft. David Heindinger, warum war da David ein auf einmal? Okay, ich check's nicht ganz, aber Leute, ich finde die Runde echt gut, Mann. Ich finde die Runde echt gut, tatsächlich. Eingestuft. Für jeden Hater eine Kugel. Falls du mich suchst, findest du mich bei Facebook. Und wenn du mich da nicht findest, bin ich gerade im Trailerpark. Häng mit Alligator rum oder mit Szenestars. In edlen Cars siehst du uns nach Vegas fahren. Ziehen alle Chips ab und sagen dann bis nächstes Mal. Ich krieg die Knetebar, denn ich hab Schnee im Arsch. Ich glaube, Drogenschmuggel mach ich jetzt jedes Mal. Ein halbes Kilo Kokain geil, in meinem Arsch versteckt. Über die Grenze und keiner hat's gecheckt. Also man muss sagen, aus musikalischer und vielleicht auch, was soll man sagen, aus rein musikalischer Sicht ist die Runde nicht gut. Aber trotzdem, sie ist sehr unterhaltsam gemacht. Die Lines sind schön und wie gesagt, sie sind sehr lustig aufgebaut. Und es wurde auch darauf geachtet, dass Video und die Lines teilweise so gut zusammenpassen, dass also der Humor ist sehr einzigartig irgendwie. Der Humor ist sehr, sehr schlau tatsächlich. Auch wenn man das von Gabe hat, das nicht gedacht hätte. Aber der Humor und wie er den Humor mit den Lines verbindet, finde ich, ist echt schlau und gut. Gefällt mir, Alter. Am Airport wartete ein Mann, er fragt nur, ob ich Spanisch kann. Drückt mir die Kohle in die Hand und flüstert dann ganz sanft: Für dieses halbe Kilo Kokain sind 9 Menschen gestorben. Digga, zwei Dörfer in Bogota sind ausgeräuchert worden. So. Kokain kann lustig sein, doch ihr Blut klebt an unserem Schein. Du fragst es mein Gewissen rein, ich antworte, der Trip war nein. Nice, Mann. Aber echt eine schöne Runde, Mann. Gerne mehr davon. Jetzt hoffe ich, dass er weiterkommt, Leute. Hilfe. Er hat mich geturnt, Alter. Er hat mich umgedreht. Ich bin jetzt einer von ihm. Ist es okay, den illegalen Kokshandel zu unterstützen, wenn ich dafür einen geilen Urlaub finanziert bekomme? Aber du meinst, wenn du in deinem Anus Drogen über die Grenze transportierst, weil du dann Geld dafür bekommst, um dann Urlaub zu machen? Es ist genauso egoistisch, als würdest du koksen. LOL. Digga, holy shit. LOL. Alright, also, warte, what? Hat er jetzt einfach seine komplette Runde durch seinen Urlaub aufgebaut und dadurch, dass dieser komische Moderator von Pro7 irgendwas gesagt hat, Digga? Also, im Video ist mir schon manchmal aufgefallen, ich glaube, das Video war zuerst da und dann hat er einfach irgendwelche Lines zu dem Video gebaut. Aber holy shit, Digga. Sowas liebe ich, ne? So spontan und so einfach Sachen zusammenwürfeln, wie sie gerade kommen und wie sie passen. Geil, Digga. Feier ich, Mann. Also wirklich, finde ich, eine sehr schlaue Runde, auch wenn man sich denkt, aber vom Aufbau her eine sehr schlaue Runde und er ist all in gegangen, meiner Meinung nach, und hat geguckt, okay, ich mache jetzt einfach noch irgendwas, wenn ich rausfliege, fliege ich raus. Aber ich fand's echt gut, es war ein bisschen was anderes. Und wirklich eine gute Runde, Mann. Krass. Also nicht aus musikalischer Sicht, aber auf jeden Fall hat es mich sehr gut unterhalten. Und ich finde, wie gesagt, die Runde war schlau aufgebaut, Alter. Krass. Dass ich das mal sagen werde, Alter, hätte ich nie im Leben gedacht. Es ist genauso egoistisch, als würdest du koksen.
Geil, Mann. Alles klar, Digga. Die Runde schauen wir uns erst am Dienstag, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall erst ganz spät schauen wir uns diese Runde hier von Drop Dead, 18-4, genau, von 18-4 schauen wir uns erst ganz spät an, Freunde. Nochmal ganz kurz die Runde von Dave Waters. Viel stärker, als ich gedacht habe, also wirklich, hat mich abgeholt, wie der Busfahrer morgens. Keine Ahnung, Mann, echt gut, Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass ich diese Runde so feiern kann, Alter, krass. Aber wirklich eine gute Runde, hat mich unterhalten, sehr gut unterhalten sogar. Schöner Humor, fast exakt mein Humor, also wirklich, diese eine Grenze zu viel immer, oder diese... ja, einfach dieser dumme Humor. Feier ich, Alter. Schöne Runde. Ich hoffe, er kommt weiter, Alter. Tatsächlich. Sowas würde ich mir gerne nochmal ansehen von ihm. Bin ich ganz ehrlich. Und ich würde mal allgemein noch gerne mehr von ihm ansehen. Also, Leute, ihr wisst ja, ne? Schreibt mal, Leute. Soll ich auch so ein Video machen? Ich bin da in London bald. Soll ich auch so ein Video machen? Das Problem ist, ich bin schon in London, wenn ihr das schreiben könnt. Schade, Leute. Dann kann ich es ja dann nicht machen. Aber echt schön, Mann. Digga, hab mich abgeholt. Gerne mehr davon. Also, for real. Gay Butters, Alter. Falls du das Video siehst. Danke dafür. Jetzt mal for real. Gute Runde, Mann. Feier ich. Schön, schön, mal Leute, vielleicht so ein bisschen was anderes mal probieren. Es war zwar immer noch die Gay Butters Art, wie man sie kennt, aber ich weiß nicht, irgendwie der Humor diesmal hat mir besser gefallen. Die Geschwindigkeit, alles war mehr auf mich zugeschnitten, wie ein kleines Passfoto. Gut, wir sehen uns, Freunde, morgen mit der Bewertung, mit der Reaction auf die Bewertung zu dieser Runde. Dann werden wir herausfinden, wer rausfliegt. Das finde ich halt echt immer ein bisschen spannend, weil ich halt echt noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Das ist halt das Schöne. Ihr spoilert mich nicht, was ich sehr nett finde. Ich weiß schon, im Finale sind, glaube ich, Johnny Dixon und Damon, aber ich weiß nicht, ob die nur als Feature bei Yuri oder so dabei sind. Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall sind die irgendwie im Finale, glaube ich, und Gary und Green auch noch. Aber ich weiß nicht genau alles, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, welcher komplett weiterkommt, also ob Gabe Butters jetzt zum Beispiel weiterkommt oder nicht. Werden wir raus mit dem Bleibt Fresh, Freunde. Wir sehen uns morgen um 12 und natürlich um 18 Uhr mit der Bewertung. Bleibt Fresh und ciao, Leute! Flo, der Flo, Mann, er heißt es queer. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst dann nur Reactions, doch machst du die besten.